Induskultur. Die Induskultur ist eine uralte Kultur. Sie gehört zu den großen Hochkulturen des Altertums. Man weiß von archäologischen Ausgrabungen her, dass die Induskultur irgendwie zwischen 5000 vor Christus bis wahrscheinlich 1800 oder 1500 vor Christus gedauert hat. Die Induskultur wird natürlich nach dem Indus-Tal genannt, aber eigentlich ist es keine Induskultur, sondern eine, manche sagen, Fünf-Strom-Kultur, denn diese Kultur gab es nicht am Indus, sondern auch in den Nebenflüssen des Indus. Es gibt sogar einen Fluss, der nennt sich Saraswati-Fluss, den es damals auch gegeben haben soll. Es war also ein großes Gebiet. Zu dem Zeitpunkt Alter der Induskultur gab es auch die ägyptische Hochkultur am Nil. Es gab die mesopotamische Hochkultur, zum Beispiel die Zivilisation von Sumer und Akkad. Es gab die Kultur am Gelben Fluss, also in China. Und das, so sagt man, das waren die vier großen Hochkulturen im Altertum. Manche sagen dann auch, es gab in Kreta auch noch eine Hochkultur. Und letztlich gab es auch in anderen Teilen der Welt vielleicht Hochkulturen. Aber das sind die klassischen vier Hochkulturen, zu denen auch die Induskultur gehört. Das Interessante jetzt an der Induskultur ist, dass man annimmt, dass diese Kultur irgendwann verschwunden ist. Und das unterscheidet sie letztlich von der ägyptischen, der mesopotamischen und der chinesischen Hochkultur. Dann nimmt man an, nachdem diese Kultur, diese Induskultur, irgendwann ihren Niedergang erlebt hat, einige Zeit später kamen dann die Indo-Europäer nach Indien. Und diese sollen dann eben auch eine indogermanische Sprache gesprochen haben, woraus sich dann das Sanskrit entwickelt hat. Und aus der Verbindung von diesen Indo-Europäern und der örtlich verbliebenen Bevölkerung ist dann die vedische Zeit entstanden, aus der dann letztlich die Veden, die Upanishaden und so weiter hervorgegangen ist. Manche Inder spekulieren und sagen, das Zeitalter der Veden war eigentlich die Induskultur. Manche sagen, wie der Himmel beschrieben wird in den Veden, muss das ein Himmel gewesen sein vor 5000 Jahren und nicht vor 2500 oder 3000 Jahren. Und in den Veden wird auch ein großer Fluss beschrieben, Saraswati-Fluss. Und es gab einen großen Fluss, der etwa 1700 oder 1800 vor Christus ausgetrocknet ist. Also müssen die Veden älter sein. Und so gibt es Spekulationen, ob die Zeit der Veden vielleicht die Induskultur war. Und dass letztlich in den Veden selbst manches überliefert worden ist, was aus der Zeit der Induskultur stammt. Leider weiß man ansonsten nicht so viel über die Induskultur, außer dass sie riesengroß war. Unter den großen Hochkulturen war die Induskultur diejenige mit der höchsten Bevölkerungsdichte, mit der größten Ausdehnung. Und vor allen Dingen war es große Städte, schachbrettartig angelegte Städte. Es gab keine Stadtmauern, Befestigungsanlagen. Es gibt meines Wissens keine großen Waffenfunde. Es muss also eine friedvolle Kultur gewesen sein. Aber man findet dort Bewässerungskanäle, Abwassersysteme und so weiter. Es waren also sehr gute und letztlich hochentwickelte Städte, die dort entstanden waren. Die Induskultur war auch eine Kultur, die eine Schrift hervorgebracht hat, und aber bis heute, und jetzt ist das Jahr 2018, kann man diese Schrift nicht entziffern. Ich höre seit fast 40 Jahren, dass irgendjemand sagt, demnächst hat er die Schrift entziffert, aber es scheint so zu sein, bis heute kann man sie nicht entziffern. Es wäre natürlich schön, wenn man die Schrift der Induskultur irgendwann entziffern könnte und dann etwas mehr über diese Schrift wissen kann. Interessanterweise findet man aber zum Beispiel Siegelringe und kleine Figuren. Und dort findet man zum Beispiel eine Figur, wo jemand in Bhadrasana sitzt, was letztlich eine Form von Schmetterling ist. Oder auch eine Form, die man annehmen kann, ist wie der Lotussitz. Hat auch andere Charakteristika von Shiva. Und so sagen manche, das ist ein Zeichen, es wurde damals schon Yoga geübt. Und letztlich
Symbole aus Shaivismus und auch vom Tantra-Shaktismus sind schon in der Induskultur da. Und so könnte man auch annehmen, dass mindestens manche Grundlagen des heutigen Yoga schon vor 5000 Jahren in der Induskultur gewesen sind. Es gibt viele Kontroversen über die Induskultur, sowohl unter den Indologen als auch unter den Archäologen, den Historikern, den indischen, letztlich religiösen Menschen. Zu sehr will ich mich da jetzt nicht weiter drauf einlassen. Du findest mehr Informationen auch auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de. Mein Name Sukadev. Weißt du mehr über die indische Hochkultur, über die Induskultur, dann schreib's doch in die Kommentare. Danke.